Jo, was los? Was geht's? Bist du auch mal wieder da, oder was? Ja, ich bin auch mal wieder da. Wo bist denn du, Wichser? Arschloch, Digga, hast uns die ganze Woche hängen lassen. Wo bist denn du, Mann? Wo bist du? Wir sind im Kontinental, haben ein wichtiges Gespräch, du Wichser. Okay, Wie kannst du deine Familie alleine lassen, du Arschloch? Ich bin kurz kacken, ja. Ein wichtiges Gespräch beim Kontinente. Das ist Musik in meinen Ohren. Das ist Musik in meinen Ohren. Ey, Jungs, Mann, ich hab echt eine lange Reise hinter mir und muss echt extrem fett scheißen, Mann. Wirklich. Ey, Bruder, beeil dich, aber es ist ein wichtiges Gespräch, ja? Ja? Soße, verdammte Scheiße. Ja. Einfach Soße. Setz dich jetzt Jo, hier hin. warte, wer ist denn Wie da? kann das sein, dass unser OG nicht hier ist? Warte mal. Soße, Alter. Ey, mach mal bitte Platz, danke dir. Entschuldigung, Joker, die haben Warte sich lange mal, nicht gesehen, ja? Mahmut, Mann. Ganz kurz. Soße, verdammte Scheiße. Mahmut, Mann, Alter. Soße, Mann? Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße, Soße, Mann, was geht ab? Was geht ab, Mann, Alter? Bist du verschollen gewesen, dass dir ein Job bei der Hatbart gewachsen ist? Haha, Bruder, ich war im Krieg im Libanon, im Dschihad. Ach was, echt jetzt? Also, ja. Heilige Scheiße, Mann, heilige Scheiße, Mann. Ich freue mich wieder, dich zu sehen, Mann. Wie geht's dir, Bruder? Ich freue mich auch, dich zu sehen, verdammte Scheiße. Was geht denn hier für eine Scheiße ab, Mann? Familie wieder in den Griff kriegen, du siehst ja, Heres, ich, Vito. Wo bist du, Sosa? Ich bin hier. Wo bist du? Vermissen dich. Ich bin hier, Mann. Wissen dich, Sosa. Du weißt, zu wem du gehörst, Mann. Du weißt es, verdammte Scheiße. Ich weiß es, Mann. Ich bin hier, Mann. Royal Rumble, oder was? Heilige Alter, Scheiße, nicht, Mann. Ich komme als letztes mit ganz viel Energie rein. Nein, das ist nicht das Royal Rumble, Mann. Das ist nicht von WWE. Das ist so ein anderer Scheiß, Mann. Was dann? Das Royal Rumble, Mr. Sosa, geht darum, derjenige, der das Royal Rumble gewinnt oder die Familie, die das Royal Rumble gewinnt, wird der Partner des Continentals. Das Royal Rumble läuft folgendermaßen ab. 20.30 Uhr ist Startschuss. Es werden gleiche Teilnehmerzahlen von jeder Familie bei diesem Wettbewerb teilnehmen. 16 Familien haben wir insgesamt in Dortmund. Das heißt, 16 Familien starten an verschiedenen Punkten mit derselben Ausrüstung bei diesem Wettkampf. Wenn 5 Familien, sagen wir mal, am Boden liegen, dann geht es in die nächste Runde. Der Kreis wird kleiner und dann kämpfen die nächsten Familien gegeneinander, die restlichen Familien. Alter. Bis zur zweiten Runde nur noch 5 Familien übrig bleiben. Dann geht die dritte Runde los. Mit Waffen? Natürlich. Mit Waffen natürlich, was denken Sie denn, Mr. Sosa? Also Schießerei, hä? Schießt noch, 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 schießt noch. Also Familien gegenseitig schießen sich gegenseitig ab. Warte mal, es gibt 16 Familien. Und dann wird am Ende gelistet, welche die stärkste Familie ist. Alter, willkommen. Das ist ja voll Dortmund, Alter. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Weil das Kontinent sollte ja weitestgehend neutral entscheiden, wer der Partner wird. Und welcher Wettkampf eignet sich nicht dafür, um den besten Partner fürs Kontinent auszusuchen, als das Royal Rumble. Also der Gewinner, der wird der Partner des Kontinentes, ne? Vollkommen richtig. Krieg ich dann einen Cheeseburger? Ah, Sie können alle Burger haben, die Sie wollen. Warte, arbeitet sie auch beim Kontinente? Wen meinen Sie, Mr. Sosa? Dir. Miss Beer. Ja. Ja. Dann will ich, dass du mir den Cheeseburger lieferst. Fucking Sleeper, man. Das kriegen wir bestimmt hin, Mr. Sosa. Entschuldigung, keine einer Zero von euch schreit so krass, dass man alles gehört da draußen beim Brunnen, ja? Verzeih mir, Mann. Alles gut. Also kein Cash Cup, jetzt sind das FNCS-Finals, oder was? Was sagen Sie? Was? Gibt es da auch Kisten zum Looten? Nein, die gibt es nicht. Es tut mir leid. Wir sind leider nicht in einer Spielewelt. Wir sind in einer Spielewelt. Reißt euch bis jetzt zusammen, ja? Reicht das tut zusammen. Mir leid. So, das heißt, der Gewinner wird der Partner für 2 Wochen. Das ist so das wie Schutzgeld zahlen in Berlin. Nur, dass du quasi kein Schutzgeld zahlst, sondern du musst kein Schutzgeld zahlen, weil du für 2 Wochen jetzt quasi Partner bist. Well, das ist diese... Genau. Guck mal. Ich erkläre es dir, Mahmut. Du gehst zu jemandem, unterschreibst einen Vertrag und die ersten 2 Wochen musst du nichts abdrücken. Danach musst du abdrücken und dann kriegst du Rücken. Werden die Waffen von euch zur Verfügung gestellt? Das ist gerade noch eine Klärung, Mister. Ob das über die Veranstaltung läuft oder ob das über die Familie läuft. Das wäre natürlich sehr wichtig, Mann, für so eine Veranstaltung. Weil ich will natürlich nicht, dass ich mit meinem... Ja. Ey, Sosa, du bist so widerlich, Bruder. Hör doch auf mit dem. Das war ich nicht, Mann. Bruder, du hast gerade geredet, das kam von dir. Nein, Mann, das war ich nicht. Das kam zu Sosa, ich stehe genau hinter dir. Muss das sein? Ja, das war ich nicht, ihr Wichser, Mann. Reiß dich doch einmal zusammen, Bruder. Ich hab's gehört, dass es links von mir kam. Ich stehe rechts von dir. Der Typ kann sich null zusammenreißen. Naja, ich wollte nur sagen, dass ich mit meinen Waffen, mit meiner Glock, die fasse ich natürlich nicht an für so schmutzige Menschen, die ich am Ende umlegen muss. Weißt du, das wäre nur... Das nur für Leute, die es wert sind, dass ich meine Waffe benutze. Ah, okay. Aha. Verstehe. Hey Jay, kann ich kurz mit dir reden? Ja? Was ist los? Ich brauche eine Person. Ja? Und am
Das muss halt weiblich sein, weil da lasse ich halt männliche Leute nicht so ran. Und zwar muss mein Arsch gewächst werden. Und ich wollte dich fragen, ob du das vielleicht machen kannst von Fuffi. So gewächst? So für, meinst du so, damit du knappe Höschen tragen kannst, so im Urlaub und so? Nee, nur einfach so. Einfach so, damit es halt einfach all glatt ist? Yeah. Für einen Fuffi? Für einen Fuffi, ja. Kannst du mir ja nur schicken, aber es tut weh, das weißt du, ne? Ja, aber ich muss eigentlich... Oder stehst du auf Schmerzen? Nee, das nur nicht, aber doch, eigentlich schon. Ah, okay. Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Echt jetzt? Sag mir Bescheid, wann du... Ja, natürlich, hör mal. Ja! Yeah. Doch, oder? Sehr gut, ja, ja. Das kriegen wir hin. Aber dann will ich dich auch im knappen Höschen sehen. Ja. Yeah. Damit sich... Marcel sagt, wir flirten miteinander. Sosa hat mich gefragt, ob ich seinen Hintern waxen kann. Mit Breitenkelb, Alter. Breitenkelb, was mit dem? Vorhin mit den ganzen Jungs, wir haben den eingepackt, kann man sagen. Er hat ihn zu einem Ort geführt, Sosa. Haben wir schon mal gemacht. Damals, weißt du, was er damals gemacht hat, Sosa? Yeah. An diesem Ort. Da irgendwelche Sachen beschwört, verdammte Scheiße. Mhm. Oder ich war da, da war diese Musik. Ja, ich hab's verstanden, Mann. Hey, Sosa, wir waren dann da, Mann. Und er hat geredet über Ras Al Ghul. Kennst du Ras Al Ghul, Mann? Kennst du Ras Al Ghul, Sosa? Den kennt er nicht, Mann. Nein, Mann, nein. Der Kopf des Dämons, Bruder, aus Nandatapat. Der mächtigste Assassine, verdammte Scheiße. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Und dann das mal. Also menschliche Form von mächtig. Du sagst nicht bereit für sowas, Mann. Komm. Ich bin bereit, Mann. Ich bin bereit. Bist du wirklich bereit dafür, Sosa? Was wollt ihr denn? Was habt ihr genau vor? Sosa, du weißt gar nicht, Alter. Wir waren da, Bruder. Ras Al Ghul ist da. Die ganzen Dämonen sind da. John Reese, Sosa. Weißt du noch, wo wir ihn eingepackt haben? Da bei uns, wo wir getaucht haben. Kennst du den Namen noch? John Reese. John Reese, ja. Ist mir immer noch im Kopf geblieben, Bruder. Was hat das mit diesen ganzen Sekten zu tun? Verdammte Scheiße, Mann. Und ich will was rausfinden. Und er hat mir gesagt, ich muss eine Opfergabe geben. Ich habe vom Knochen gegessen. Bruder, schwarze Magie. Sag die schwarze Magie. Er denkt, ich habe vom Knochen gegessen. Ich kenn das. Er hat mir diese Ziegenkopf, der hat ja diese Hörner. Ich musste ein bisschen was vom Knochen essen. Den er wollte Sirre mit mir machen. Das ist Magie, Bruder. Das ist Zauber. Den ganzen Tag geht uns nicht gut, Bruder. Wir kriegen die ganze Zeit irgendwelche Message, Bruder. Ist so. Irgendwelche ich hab Sachen, so getan. Ich hab so getan, als wenn ich es runtergeschluckt habe, hab's aber ausgespuckt. Okay, weil ich lass mich nicht von diesem Typ hin. Aber trotzdem, diese Musik hat uns irgendwie und Sosa, Alter. Sosa, weißt du, wer mich angerufen hat? Sean. Jetzt Sean. Denkst du dir, Sean? Wer ist Sean? Ich kenne ihn auch nicht, aber weißt du, was Sean bedeutet? Schwanz auf Italienisch? Nein, das ist irisch, ein irischer Vorname. Und das heißt, J-H-W-H ist gnädig. Und wer ist J-H-W-H? Das ist, bei die Israelis sind diesen Typen ja, als Gott an, glaube ich. Verstehst du? Und das heißt, irgendwie Gott ist gnädig. Und genau dann ist das, wenn wir über das Kontinent, über Breitenberg reden und so. Und erzähl dir mal, mit wem wir Stress hatten. Verstehe das alles nicht. Mit wem wir mittags jetzt gerade Stress hatten, erzähl dir mal. Weißt du, mit wem wir Stress hatten? Deiner Teufelin, weißt du, wie sie heißt? Leria. Jetzt denkst du dir, ein Mensch, Teufel. Weißt du, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bruder? Was? Sag, kulla a'udu bi rabbin nas, malik in nas, ilahi in nas, min sharil waswas al-khannas, iladi waswusu fi suduri in nas, min jinnati wa nas. Und ich sag dir jetzt, was das bedeutet. Das heißt, ich suche Zuflucht bei dir. Dem Herrn der Menschen, dem König der Menschen und wem? Dem Gott der Menschen. Vor demjenigen, die einflüstern in die Herzen. Seien sie aus den Djinn oder... den Menschen, Sosa. Ey, Sosa ist, glaube ich, nicht dafür geeignet. Das ist so krass, Mann. Der ist dafür nicht geeignet, Bruder. Der ist, wie der schon, wie Breitenberg gesagt hat, Bruder. Er ist taub und stumm, Brudi. Ich bin nicht taub und stumm, Mann, verdammte Scheiße, aber ich habe gerade einen Joint geraucht, Mann. Da ist es nicht so leid mit dir, denk. Bruder, Sosa, was machst du in dieser Stadt, Mann? Sosa, was machst du noch in dieser Stadt, verdammte Scheiße? Schließ dich uns an, Mann. Was machst du da für eine Scheiße, Alter? Bruder, wir müssen... Schau mal, das ist mein Ziel immer gewesen. Breitenkelb, weißt du, was der Typ eigentlich für einen Kopf hat? Der Junge ist so schlau. Den hat man lieber als Freund bei uns, Bruder. Und wir müssen so lange bei ihm sein und ihn einreden. Vielleicht wird er eines Tages gerechtleitet, inshallah. Ich hoffe, du bist stolz auf mich, verdammte Scheiße. Ich hab dir meinen Bruder John Abruzzi geschickt. Ihr habt die LCN gefickt, Bruder. Und jetzt seid ihr die Nummer 1. So muss das sein. Und ich danke dir, Bitcoin. John war eine gute vorgestern, Bitcoin. Vorgestern, ne? Da waren wir auf dem Dach. Erinnerst was geht du hier dich? Gemeinsam mit Teres, mit einer Sniper. Und du hast die Platz für uns abgelenkt. Wir haben das so schlau gemacht. Wir haben all diese Platz vernichtet. Wir haben sie niedergeschossen. Mashallah, Bruder. Und weißt du, was danach passiert ist, Bitcoin? Von innen haben wir diese Platz zerstört und
ihre Familie übernommen. Und jetzt, mach dir keine Sorge, diese Lost MCs, die dreckigen Hunde, die mit dem Platz ein Bündnis hatten. Hey, Bitcoin, mit denen haben wir kein Bündnis mehr, verdammte Scheiße. Ist dich, Mann. Mit denen werden wir niemals ein Bündnis haben. Maschallah, Bruder, Maschallah. Maschallah, Bruder. Ey, ist du das Einhorn? Marcel, Mann, das ist einfach Einhorn. Was geht Bruder, ab, verdammte Bruder, Scheiße? Ja, das ist irgendein Einhorn, Mann. Was geht ab, Bruder? Einhorn, verdammte Scheiße, der allerechte. Serge, Bruder, er war im Koma. Hey, Popo, was hast du von mir ab, Alter? Komm, ich weiß, ab, er hat einen Filmriss. Oh, verdammt die Scheiße, Serge, Alter, was geht ab, Bruder? Ich grüß dich, Mahmoud. Alter, ich grüß dich, Bruder, wo ist die Maske hin, Alter? Die weißt du was? Die Familie, weißt du was? Die vor dir steht. Die Pistole ist schon freiwillig liegt, Digga. Die Familie, die vor dir steht, ist das Oktogramm. Oktogramm? Geil, Alter. Bruder, Lila wollte ich auch machen. Ich erinnere mich noch, da waren wir mit Marcel, mit Sosa, mit Chito, mit unseren Jungs. Da waren wir zu acht. Wir wollten auch eine Familie öffnen. Lila, Bruder, Lila. Weißt du, von wo ich diese Farbe habe, Sergin? Wo hast du diese Farbe? Banner Music, verdammt die Scheiße. Eris weiß noch ganz genau, mit unserem Bruder Farud. Und ich wollte die alten Zeiten wieder auferleben. Mit so einer schönen Villa, Mann. Hey, was laberst du? Eris war doch nie bei Banner. Wer weiß, ich kenne die Zeiten noch von damals, Mann. Was geht denn hier ab, Alter? Was läuft denn hier für eine Scheiße eigentlich? Ich denke ja, immer... Die Frage ist, was bist du momentan? Was ich bin? Ich bin gerade Zivilist, Hartz IV, Mann. Ich lebe von der Stütze, Mann. Nicht mehr bei dem Platz? Gerade nicht, nein. Doch, er ist bei dem Platz. Aber ich habe das Gefühl, er weiß selber nicht, was er ist, Bruder. Och, er ist Blatt, er wird immer Blatt sein, verdammte Scheiße. Ja, lässt uns nicht so alleine, Jungs. Bruder, Jungs, alles hat sich geändert, scheiß drauf, Bruder. Wir machen unser Ding, schau mal, mit Artisch, ich chill nicht mehr mit denen, ganz einfach. Guck mal, wir machen unser Ding mit Kali jetzt. Geil drauf. Ja. Bankrott, Bruder, vertrau mir, wir machen. Digga, ich hab einen Platz, Sosa, verstehst du? Erzähl mir, Marcel. Bruder, willst du wirklich erzählt haben oder willst du einfach drinne sein und einfach alles miterleben? Nein, ich bin drin. Alles ich will auch drin. Einfach drin und alles miterleben, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Yeah. Und Bruder Marcel, das war der einzige Grund, warum ich nicht zu Platz eigentlich kommen wollte. Digga, weil Zivi, wir können machen, was wir wollen, ohne diese Razzia-Scheiße. Weißt du, was ich meine? Nein, wir haben keine Angst vor Razzia, Bruder. Wie wär's wieder miteinander? Einem kleinen, wer hochfliegt, fällt tief. Bruder, du weißt doch gar nicht, wie sehr ich dich vermisst habe. Wer hochfliegt, fällt tief. Wir brauchen ich das wieder. Das allererste ist, Digga, tritt uns mal bei, Bruder. Wir machen keinen Scheiß. Bruder, du kennst mich. Wenn einmal um Route irgendwas ist oder eine Dings, ich bin, Bruder, ich drehe durch, Bruder. Wir sind nur hier und wir machen nur unsere Scheiße, du weißt ganz genau. Und danach lass jetzt diese Dinge machen. Komm rein, vertrau mir. Ja, nee, sag dir das so, mach was du willst, Bruder, aber anderthalb, Digga, du bist nur abgeknallt, nur abgestochen. Weißt du, was ich meine? Was willst du sonst den ganzen Tag machen, Alter? Ich wollte auch nicht schreien, ich wollte mit allen wieder mal zusammen was machen, aber er hat mich ein bisschen reingezwungen, als hätte ich nein gesagt, Bruder, wäre ich echt ein Opfer, Bruder, sag ich dir ehrlich. Der holt mich einfach hierher, ich treffe ihn, er sagt einfach, Familie, das ist unser OG und so, dies, als würde ich dann sagen, Bruder, ich will nicht reinkommen, weißt du, er hat mich ein bisschen gefickt, Bruder. Sosa, wie machen wir das mit dir, Bruder, erzähl mir mal, wie soll ich das machen, Bruder, ich weiß, du hast eine Meinung, dann ändern wir sie, ich ändere auch immer meine Meinungen, können wir mit dir rechnen? Auch wenn du die wieder nächste Woche änderst. Du bist immer... Du bist die Platz, Bruder. Du bist mein Bruder. Wenn ihr wollt, dass ich reinkomme, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass ich manchmal nicht da bin, weil ich hab irgendwie... Ja, wo ist das Problem, Bruder? Ich hab ein bisschen mittlerweile den Spaß an Dortmund verloren, weißt du? Und ich komme halt selten hierher. Oder den Spaß holen wir wieder zurück, alles gut. Du schaust aus und wo ist das Problem, Bruder? Sei eine Woche nicht da. Wer will dir was sagen, Bruder? Wo ist das Problem, Jungs? Ich verstehe diese nicht. Marcel, sag mal du, ist dein Plan hier irgendwas zu erobern? Ich frag dich das. Aber sei ehrlich, willst du das machen? Nee. Nein, dann Bruder, dann sei zwei Wochen nicht da. Wo ist das Problem, Bruder? Wir wollen Spaß Komm rein, haben. Bruder, wir machen zusammen. Wenn du dann da bist, dann haben wir Spaß, vertrau mir mal. Verstehst du, wenn du keinen Spaß hast, Bruder, wo ist das Ding? Ein Tag nicht da, zwei Tage, drei Tage, diese Phase wird jeder haben. Und wer weiß, vielleicht kommt dieser Tag und dann erobern wir alles. Vielleicht, Bruder. Aber Mahmoud, du bist gerade ein bisschen auch deinen Worten gerade ein bisschen überheblich, weil du weißt wirklich nicht, wie Dortmund gerade ist, Bruder. Bruder, ich weiß, vertrau mir, ich das, weiß, Bruder. Bruder aber guck mal, ich habe eine Frage an dich. Wenn du so mit einer anderen Familie geredet hast, wie jetzt gerade mit Bitcoin und sonstiges, würdest liegen und wir hätten drei Tage Krieg, jedes zwei Stunden. Ich weiß. Overtime. Aber es ist katastrophal, Mann. Aber schau mal, vor drei Tagen, okay? Hättest du so mit Kali gesprochen? Wäre nicht genau das gleiche passiert, wie das, was du gerade sagst? Richtig, du hast es geschafft. Verstehst du, was ich meine? Dass zwischen Kali und uns nichts passiert ist. Ja, ich weiß, wie du meinst, Mahmoud. Aber guck mal, Dortmund hat sich um 180 Grad gewendet, Mann. Bruder, guck mal, weißt du, wie lange... Guck mal, Mahmoud, ich war hier 20 Tage, weil ich dauerwach. Weißt du noch, in diesem Staat. Und jetzt überleg dir mal, dass wenn selbst ich keinen Bock mehr habe auf Dortmund, dann musst du dir vorstellen, wie krass das ist, Mann. Verstehe, aber Sosa, eine Sache, Bruder. Jetzt erinnere dich zurück. Marcel, Sosa, Rick,
und Chito, ihr seid angesprochen, okay? Eure besten Momente hier. Alle eure besten Momente. Ich sag dir ganz genau, was gerade in deinem Kopf ist, Sosa. Wie wir Hort entführt haben. In dieses eine Büro, wo dann 50 SEK-Leute reingestürzt sind. Verstehst du? Diese ganzen Zeiten, Bruder. Breitenberg haben wir entführt, sind mit dem unten tauchen gegangen. Verstehst du? Das sind all diese guten Zeiten, Bruder. Rick, du kleiner Wichser. Ja. Enttäusch mich nicht. Warte mal, was ist aus den Nameshows geworden? Ach, Bruder. Wachtetim wurde geputscht. Wachtetim. Er wurde nicht nur geputscht, dann hat er permanent Malta. Bruder, er hat deine Jesus gefickt. Warum hat er Malta? Wirst du mich ficken, du Wichser? Hast du Bock auf die Scheiße? Marcel, ich bin zurzeit wirklich unglücklich in der Stadt. Ich bin am Würfelpark. Man hat nichts zu tun. Du musst dich was ändern. Oder ich seh weißt den Bruder jeden zweiten Tag liegen. Wichser, stell ihn ein, komm. Und Rick rafft dich auch ein bisschen, ne? Rick, ganz, ganz richtig. Wir lieben dich. Wir machen Rick. Mann, Rick! Mashallah, Bruder! Mashallah, Bruder! Angestellt, Big Sosa, welcome back, bro.